Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Release von EA Sports WRC Ehre an EA für den Key, den ich glaube ich gar nicht gebraucht hätte, weil ich EA Play Pro auch habe. Nichtsdestotrotz, wir gehen rein und werden die Karriere jetzt beginnen und wir starten einfach mal komplett neu, damit wir auch die Builders Autos verwenden. Und so weiter und so fort. Im Hintergrund läuft jetzt eine Cutscene ab. Ich habe die Sprachausgabe ausgestellt. Der fragt, ob wir WRC-Profi sein wollen. Man muss ihm jetzt beim Management und Co. helfen. Würde nicht einfach werden. Dies, das, Adanas. Aber ja, ich sage einfach mal, wie wir das Ganze hier angehen. Also, Builders Auto habe ich gerade zusammengestellt. Auch mit der Lackierung. Obwohl ich eigentlich super, super schlecht bin, was so, Individualisierungsoption angeht. Ich bin da viel zu ungeduldig. Jetzt habe ich mir die Zeit genommen und ich glaube, man kann es nicht direkt übernehmen. Nichtsdestotrotz, wir starten rein. Wir werden jetzt direkt mal mit so einer Let's Play-Folge in Anführungszeichen anfangen. Und dann werde ich, auch wenn man nicht mehrere Karriere-Saves anlegen kann, im Stream zocken. Und das Ganze wird dann später auf YouTube kommen. Aber das ist bei Ready ja nicht schlimm, weil während der Etappe quatsche ich ja nicht mit Chat oder sonst was. Und ja, wenn ich Chat-Interaktion habe, kann ich es ja fürs Video raussteigen. Wir gehen rein in die Junior WRC und wir nennen unser Team mehr Mercedes. Das wird sich aufklären, warum ich das tue, wenn man mal sieht, ja, wie das Logo aussieht. So, Pfeiltaste links funktioniert, warum auch immer nicht, wenn ich das Lenkrad angeschlossen habe. Ist ein bisschen komisch. Aber, ja, wir werden schon mal die Teamfarben nehmen, die ich mir auch so überlegt habe. Und ja, ich weiß, Mercedes hat mit Petrodas oder so hier ein bestimmtes Design in der Formel 1. In der Formel E war es ja auch sehr, sehr ähnlich, aber heißt ja nicht unbedingt, dass man immer exakt dasselbe Design haben muss. Boah, was nehmen wir hier für ein Logo? Ja, komm, Logo, easy. Machen wir so ein Recycle-Ding. Und ja, werte Damen und Herren, wir sind hier quasi bei wöchentlichem Budget, bei den Zielen, die wir machen sollen, also Junior WRC. Wir sollen eine H2 FWD fahren und ja, wenn wir 3 Hospitality Events abschließen von den 5 verfügbaren, dann wäre das auch nicht schlecht für die Zufriedenheit von Sponsoren, Geldgebern oder. So, Bildermodus habe ich ja schon mal sehr im Detail gezeigt. In einem separaten Video. Checkt gerne mal die Playlist aus, ist in der Beschreibung verlinkt. Wir machen mal einen Mittelmotor hier rein. Ich spiele übrigens jetzt mit Triple Screen. Es ist so ein bisschen wie ein ACC. Dasselbe Programm kann man auch hierfür nutzen. Oh, und ich kann auch nicht die teuersten Komponenten freischalten. Dann machen wir einen 1,5 Liter Turbomotor. Dann ja, nehmen wir eigentlich überall, würde ich sagen, die zweitbeste Komponente. Das hatte ich auch so schon gemacht. Also das hätten wir ruhig übernehmen können eigentlich, ne? Dann kommen wir zu den interessanten Sachen. Die Karosserieoption. Auch hier, ich hoffe, dass wir noch ein paar weitere Sachen bekommen. Das sieht zumindest im entferntesten, finde ich, aus. So ein bisschen wie der A-Klasse. Im absolut entferntesten. I know. Aber, hey, ich habe auch nicht jetzt behauptet, dass ich das Auto 1:1 nachbauen kann. Deswegen nagelt mich bitte nicht drauf fest. So, ansonsten werden wir hier sehr, sehr viele Geschichten nochmal nach und nach hier aufrüsten, machen coole Sachen und werte Damen und Herren, bam! Deswegen heißt das Team mehr Mercedes. Weil wir haben nicht einen Stern, wir haben mehrere Sterne. Wären wir da nicht eigentlich im Prinzip auch fast Subaru, aber so ein bisschen minus Subaru. Schlechte Witze aside, wir tunen das Auto einfach mal maximal hier auf mit allen schönen Komponenten, die es so gibt. Und das Fahrzeug wird so rund 100.000 kosten. Stand jetzt zumindest. Boah, es wird noch ein Ticken teurer. Serienauspuff, komm, den machen noch ein bisschen größer. Und bei den Felgen, ich kann hier halt sehr, sehr schnell durchrushen, weil ich schon weiß, was ich hier wählen möchte. Welche Tuning-Teile wir wollen. Wenn ihr jetzt mal ein bisschen spezifischer sehen wollt, diesen Bildermodus und jetzt nicht so quasi durchgerusht einmal, dann könnt ihr ja sehr, sehr gerne auch das entsprechende Video anklicken. Da gehe ich wirklich auf jede Option sehr im Detail ein. So, Totenkopf muss natürlich drin sein. Ob Mercedes das in Real Life machen würde, weil Vermarktung wäre, glaube ich, dann nicht so gut. Weiß ich nicht, ist auch egal. Wir sind hier im Spiel. Im Spiel wird es gemacht. So, und Sitze. Oh, lassen wir die Recaro Sportsitze drin. So, damit bestätigen wir den Bau. Das Auto heißt Mercedes Rallye-Wagen, richtig. Ja, komm, nennen wir den mal A45 WRC. Wobei mittlerweile ist der A35 oder sonst was ist. Downsizing hat ja
überall krass eingesetzt, ne? Da kennt man ja nichts. Wobei, V8-Motoren kommen bald zurück. Oh, und wir fahren direkt mit dem Auto. Ich kann ihn noch nicht mal lackieren. Warum das denn nicht? Ich hatte so eine coole Lackierung bereit. So, gehen wir rein. Leicht rechts, 130. Viel Glück. Werte Damen und Herren, eine erste Etappe. 4, 3, 2, 1. Go. Leicht rechts, 130. Verdeckt, späte 3 links. Macht auf, 50. 6 rechts über Kuppe, 50. Oh mein Gott. Imagine, der erste Prototyp, bam. Nach nicht mal 20 Sekunden. Links über Kuppe, 40. 3 rechts scharf, durchsenken, 90. Standfestigkeit testen ist aber auch wichtig. Späte 1 links. 70. 1 links kurz. Und späte Kehre rechts. Also, erster Eindruck ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr identisch 50. Zur Preview-Version. In 6 rechts. Lang, macht auf und macht zu. Langsam, 50. Und da rede ich jetzt nicht nur vom Ersteindruck hier, sondern ich habe auch gerade schon mal kurz ein bisschen Probe gezockt. Okay, das ist immer noch performance-technisch nicht optimal. Und sieht furchtbar aus, das Wasser. Kehre links, bergauf. 50. Kuppe 40. Leicht links, in 6 rechts über Kuppe. Ziel. Okay, das ist eine Zeit von 1 Minute 34,1. Und ich war auch kurz in Monaco unterwegs, in Monte Carlo, weil mein Spiel in der Preview da immer abgestürzt ist. So, und jetzt kommt's. Das tut's auch leider hier. So, dementsprechend werden wir auch hier Monaco erstmal umschiffen. Also können wir nicht am ersten Junior WRC Event teilnehmen. So, enormer Schaden lasse ich mal aus. Wir wollen ja ein bisschen Gameplay sehen hier. Neustarts lasse ich auch mal bei 5, auch wenn ich sie im Zweifel nur bei Bugs oder so nutzen werde. Und wir machen mal Eventumfang kurz. Damit wir am Anfang ein bisschen Abwechslung haben. Für Season 2 und 3, sobald es ja die WRC 2 und WRC geht, können wir ja dann mittel- und auch lang machen. Aber ich würde sagen, wir machen das jetzt erstmal ein bisschen gechillter. Wir machen erstmal den Eventumfang kurz. So, und ansonsten haben wir das, was wir aus den ersten 2 Stunden ja im Prinzip auch schon kennen. Deswegen, ich werde vielleicht auch ein bisschen was cutten hier. Beziehung zu Sponsoren. Ja, da haben wir auch die verschiedenen Budgets, die wir gerade unterschiedlich stark ausreizen. Wir haben in unserer Garage die verschiedenen Fahrzeuge. Kann ich die nicht individualisieren oder muss ich das jetzt wirklich alles komplett neu machen? Lackierungseditor. Oh, die Lackierung kann ich übernehmen. Geil. Guckt euch mal die Hot-Lackierung an. Oh, geil. Oh, jetzt hätte ich es gerne nicht gezeigt. Ja, dann haben wir die Angestellten. Da müssen wir noch Leute reinpacken. Und das machen wir jetzt direkt im Kalender. Let's go. Fahrzeuge kaufen? Nö. Hier, warte mal, was haben wir hier alles? Anmeldung offen, Junior, Auspufftest. Dann haben wir hier noch ein Einladungsevent. Was haben wir hier? Lancia Hospitality könnte man eigentlich mal machen. Oder? Wir könnten auch mal... Nee, nee, das Team ausruhen lassen. Nö, dann fahren wir den Lancia Fulvia. Let's go! Dann haben wir auch direkt... Komm, dann haben wir direkt mal erstes Practice. Oh, ich habe keine Techniker. Okay. Dann darf ich das Auto auf jeden Fall jetzt nicht zersägen. Wäre auf jeden Fall hilfreich. Ich glaube, 2 Etappen werden wir hier haben. Das Field of View ist übrigens sehr, sehr interessant, sobald du mal ein bisschen Triple Screen hier nutzt. Ja, es sind 2 Etappen. 9,1 und 8,8 Kilometer. In Indonesien? Er ist auf jeden Fall nicht Monaco. So, Henning, Ehrenmann-Beifahrer. Der macht auch immer die Fotos, wenn ich mal aus dem Auto ein Foto mache. Wenn er, also wenn ich aus dem Auto ein Foto poste, so. Der ist super Kameramann, was das angeht. Kann sich gut rüberlehnen, ohne eins zu blockieren. So, Ehrenkameramann Henning. Und 6 links, halb lang.
macht zu. 4 nach Kreuzung. 50. Langsam. Kuppe in Abzweigung 1 rechts. 30. Späte 5 rechts. Macht zu über Kuppe. Ich hab die KI jetzt auch mal auf 100 gepackt. Über Kuppe. In 2 links. Durch Senke. Macht auf. Und rechts über Kuppe. Und 4 links. Halb wir gucken einfach mal, wie gut 40. Wir klarkommen. Leicht rechts. 80. Ja, wichtig beim Lancia. 5 rechts scharf. Über Kuppe. In leicht links. 90. Ich glaube, es dürften Frontkratzer sein. 6 rechts über Kuppe. Langsam. 100. Heißt also auch, wenn du... 1 rechts kurz, leicht schneiden, 30, 4 rechts. Ja. In 4 links, 40. Langsam, leicht rechts und Abzweigung scharf links. 40, leicht links, 70. Zu viel Power kannst du dich schnell nicht auf die Straße bringen. Übersteuern ist nur beim Anbremsen wirklich möglich. In 6 rechts, in Welle. Und 4 links kurz, in 6 rechts, 40. 1 rechts. Oh, und beim Kurvenausgang untersteuert er eigentlich nur. 4 links. Und späte 4 rechts. In Abzweigung scharfe Kehre links. 40. Lang Kuppe, 110. So, auf jeden Fall ein gechillter Anfang mit dem. Abzweigung 2 rechts, scharf 180. Ich finde das Karrieresystem, aber auch ehrlich gesagt ziemlich cool, weil du hast hierüber die ganzen Fahrzeugleisten eingebunden. 6 rechts über Kuppe. Macht zu, 4, macht auf über Kuppe, 30. 5 links, 40. Du hast sehr viel Abwechslung. Rechts, halb lang. Du hast sehr viel Abwechslung, aber du musst. 4, in 4 links, 60. Du musst auch nicht, wenn du keinen Bock hast. Achtung, scharf links, in leicht rechts, 50. 6 rechts. In Kuppe, in leicht links. Mach zu, 3, macht auf, 50. 3 rechts, mach zu, 120. Komm, ich jetzt aber auf. Mach zu, im rechts über Kuppe, 40. Oh, da hätte ich fast gejinxt. Komm, push, push, push. 6 links, innen, in Kuppe, 230. Oh, schön lange Vollgas jetzt. 6 links über Kuppe, langsam, 70. Abzweigung 1 rechts. Und späte 3 rechts über Kuppe 70. 6 links über Kuppe, langsam 40. 2 links. Macht auf 5, 30. Oha, Wasser. Aufgeholt. In 6 links über Kuppe, sehr lang. Ja, also die Wassereffekte finde ich wirklich hässlich, also... 4 rechts kurz, 50. 3 rechts, mach zu. In Kuppe. Bin niemand, der groß auf Grafik achtet, aber wenn etwas wirklich so unstimmig aussieht... Verdeckt, macht auf, 50. Wasser in 3 links, 50. Oh nein, nicht schon wieder! 4 rechts, innen. In 5 links kurz, 100. Kurz davor, die Wassereffekte komplett auszuschalten, falls es geht. 4 rechts. Macht auf, halb lang, 60. Abzweigung, 1 rechts über Kuppe, wird enger. In links über Kuppe, 40. Let's go! 5 links, macht auf, halb lang, 40. Verdeckt, 4 rechts, macht auf, 120. Oha! Leicht links, langsam, 130. Abzweigung, kehre links. Leicht rechts, langsam, in 6 links, 60. 3 rechts, macht auf, 60.
Abzweigung scharf rechts. Macht auf. 40. Kuppe 30. Da wurde es zu dicht. Langsam 70. Abzweigung, späte Kehre links. Macht zu. Und 6 links. Halblang 40. Jetzt verliere ich doch ein bisschen Zeit gerade. Langsam, leicht links, in 4 rechts über Kuppe. Mach zu, in 4 links. Und Abzweigung, scharfe Kehre rechts. Und 6 rechts. In 2 links scharf, schneiden, in 4 rechts. Und 6 links. Und 5 rechts, 30. Abzweigung, Kehre links. 50. Kleine Kuppe, 40. Abzweigung, scharfe Kehre rechts. 90. 6 rechts, lang. Also in den Haarnadeln merkt man manchmal so ein bisschen. Langsam in 6 links. Macht zu, 5. In Kuppe, sofort 1 rechts. Macht auf. Achtung, in Kuppe. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Abzweigung, scharfe Kehre links. In 5 rechts über Kuppe. Und 2 links, 40. 3 rechts, mach zu, 30. Leichte Dulli das im... 1 links kurz, über Kuppe. Und 6 Feedback. Rechts. Über Kuppe. In Kuppe. 50. Bremsen. 5 links. Macht auf. 40. Kuppe. Sofort scharfe Kehre links. Nein. Da wollte ich schön. In Kuppe. 40. Leicht rechts. 30. Späte 2 rechts. Und schön gegenpendeln. 4 links kurz, über Kuppe, in leicht rechts, 40, Kuppe, 130. Achtung, let's go. Kuppe, 100. Abzweigung, scharfe Kehre rechts. Oh mein Gott. 30. Oh. Let's go. Fahr. So links, mach zu, in 1 rechts kurz, 30. Abzweigung, scharfe Kehre links. 50. Rechts über Kuppe. 80. Über Ziel bis Stopp. Boah, ich habe aber eine ordentliche Zeit verloren, glaube ich. Zeit von 8 Minuten 12,9. Ja, ja, ist okay. Ist okay, ist okay. Ja, ich habe das Force Feedback ja so eingestellt, dass ich möglichst wenig Widerstand habe, aber möglichst viele Effekte dadurch halt spüre, bei ja, dann doch nicht zu krassem Force Feedback. Aber das Ding ist, oh, da ist sogar nochmal jemand schneller gewesen. Die meisten sind tatsächlich auf Hard schneller gewesen als auf Medium. Alright. Gucken wir, wie es in der nächsten Etappe aussieht. Ja, aber grundsätzlich müssen wir jetzt natürlich gucken. Ja, bei dem Force Feedback ist es dann halt aber wieder, wie gesagt, dann das Problemchen, dass ich nicht ganz so optimal, wait, ist voll dunkel. Start 80, scharf rechts, viel Glück. Dass ich ganz so optimal 5, in den Haarnadelkurven fahren kann. 3, 2, 1, go. 80. Achtung, scharf rechts, in 2 links, mach zu, 40. 2 rechts, halblang, mach zu. In Abzweigung, scharfe Kehre links. 40. Links über Kuppe. Eigentlich könnte ich auch 70. Die Handbremse auf die Kupplung rechts mal legen. Und Kuppe. Das hilft eigentlich immer. Rechts. Leicht links. Und Kuppe. Und 6 links. In rechts über Kuppe. In 1 links, 40. Abzweigung, 1 rechts, über Kuppe.
120. 6 links, 90. Leicht rechts über Kuppe, langsam 50. 4 links. In 4 rechts, schneiden 60. 4 links. In Kuppe. Um 3 rechts, halb lang, macht auf 60. 4 links, 70. 4 links kurz, 40. 5 links, halb lang, 40. Verdeckt, 4 rechts, 30. 2 rechts kurz, 50. 6 rechts über Kuppe, lang. Jetzt sehr, sehr flott hier. Kuppe, 70. Kuppe, langsam, 100. Abzweigung, weite Kehre links. 50. Kuppe, 80. Welle, 50. 4 rechts, macht zu. 130, über Kuppe, bremsen. Oh mein Gott! Alles geplant. Okay. Abzweigung 1 links, verdeckt. 70. 5 links. In leicht rechts, halb lang. Mach zu, 4, 80. Abzweigung scharf rechts. 70. 6 links, macht auf und macht zu, 5 links, lang. 40. 4 rechts, macht zu, in 4 links, kurz, über Kuppe, 100. Hoch. 4 links, kurz, in 5 rechts, macht auf, 40. Abzweigung, 1 rechts, kurz, in 1 links, 50. 6 rechts über Kuppe. Komm schon! In sofort 3 links. Und 5 rechts kurz. In 6 links. 60. Langsam 6 links. In Kuppe. Sofort 2 rechts. Macht auf. Halb lang. Und leicht links. Und 3 links kurz. Über Kuppe. 30. 4 rechts. In leicht links. In 4 rechts kurz. Und Kuppe. 30. 6 links, halb lang, langsam, 40, 4 rechts, in leicht links, 50, 4 rechts, 30, Achtung, späte 3 links, kurz, in 2 rechts kurz, 70. Oh mein Gott! 5 rechts, 5 links und 2 rechts, in 1 links, halb lang, in 2 rechts. In 3 links kurz, in Kuppe. In 6 links. In 6 rechts scharf. Und 2 rechts, 30. Späte 2 links, 50. Achtung, leicht rechts, in scharf links, 30. Leicht rechts, schneiden, in 4 links kurz, 30. Bremsen, 6 rechts, 30. 1 rechts kurz, 50. 6 rechts kurz, 40. Kuppe, 60. 5 links über Kuppe, innen. In 6 rechts, durchsenken, 60. 4 rechts über Kuppe, 40. Achtung, rechts über Kuppe, in 1 links, macht auf, 30. Oh oh. Leicht links, in 6 rechts. Und 2 links, 40. Langsam, 6 links, sofort kehre rechts, über Kuppe. Macht auf, innen. Und scharf links. Und Abzweigung, 1 links. 30, Kuppe. In leicht links, 40. 4 rechts, schneiden, macht auf. Und 4 links über Kuppe. In 2 links kurz und Kuppe, 30. Oh. Späte 3 rechts, macht auf, 130.
links kurz, über Kuppe, in sofort 4 rechts, 90. Verdeckt, 2 links kurz, in leicht rechts, 50. Früh 5 links, macht auf über Kuppe, 40. Späte 3 rechts, 30. 4 links über Kuppe, nicht schneiden, 80. Links, in 6 rechts und 4 rechts kurz, in 5 links, 90. Achtung, 3 rechts kurz, in leicht links, 40. 4 rechts kurz, über Kuppe, 70. 6 rechts, in 6 links über Kuppe, 50. Langsam, leicht rechts, in 3 links über Kuppe, 60. 80. Langkuppe. In 4 links. Macht auf. Halblang. 40. 5 rechts über Kuppe. Ziel in Kuppe. Bis Stopp. Ja, war doch okay. Okay, das ist eine Zeit von 7 Minuten 11,6. Ja, also an der Stelle schon mal der Hinweis. Wie gesagt, wir werden auf Twitch weitermachen. Und das Ganze wird dann auf YouTube kommen. Also sehr, sehr gerne auch auf Twitch mal vorbeischauen. Heute Abend, irgendwann so gegen 19 Uhr, werde ich dann anfangen, live zu sein. Das wird dann auch schön ein bisschen Racing-Action hier haben. Und kleine Frage direkt mal an euch. Wenn wir dann die Videos hier auf YouTube haben, hättet ihr dann lieber ein bisschen mehr oder weniger Management-Aspekte? Das würde mich auch interessieren, weil da weiß ich selbst noch nicht genau, wie ich die Videos im Detail so gestalten sollte. Ja, und wir haben 4 Punkte geholt, weil wir sind auf Platz 8. Ist doch schon mal okay als so erster Einstand, oder? Finde ich auf jeden Fall ganz nett. Und ja, hat am Ende nicht fürs Podium gereicht, aber da kämpft man sich so langsam aber sicher rein. Das passt schon, das passt schon. Ja, werte Damen und Herren, damit würde ich sagen, an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß bei dieser Episode mit EA Sports WRC. Ja, gerne, wie gesagt, heute Abend auch auf Twitch Roadie dabei sein. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Abo dalassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und tschüss. Wie verbergt das User Interface? Was ist Taste 9? Keine Ahnung. Tschüss.